Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hearts Medicine, Leute. Ich hoffe, dass es euch gut geht. Wie gesagt, ich kann es immer nur wiederholen. Es tut mir leid für diese langen Pausen. Das Spiel kommt mir gerade ein bisschen laut vor. Warum habe ich denn keine Musik? Ist das jetzt zu laut? Ich hoffe mal, dass das nicht zu laut ist, das Spiel. Ich mache einfach mal so. Ja, es tut mir leid für diese langen Pausen, aber was soll ich machen, Leute, ne? Sehr stressig mit der Schule hin und her und bla bla bla, aber ich habe jetzt mir mal hier ein bisschen Zeit genommen, hier mal für eine Folge aufnehmen. Das sind eigentlich auch nur 20 Minuten, aber manchmal bin ich auch einfach nicht in der Motivation aufzunehmen, aber wir machen jetzt einfach mal weiter. Der neue Drucker ist da und ich weiß schon gar nicht mehr, wie dieses Spiel funktioniert, aber ich habe richtig Bock auf dieses Spiel. Gestern Abend habe ich richtig Bock auf Aufnehmen bekommen und dachte so, jetzt nicht, alle schlafen schon, wenn ich hier jetzt rumschreie, ist das ein bisschen doof. Ich habe auch Bock auf andere Spiele, Leute, richtig Bock wieder, habe ich letztes Mal, glaube ich, auch gesagt, richtig Bock, aber dann war wieder lange Pause. Eieiei. Oliver, wenn du immer ausbückst, wird noch jemand auf dich drauftreten. Dieses Meerschweinchen bringt mich eines Tages noch ins Grab. Ach, wie habe ich ihn gesprochen? Ich will jetzt meine Medikamente haben. Sofort. So habe ich ihn, glaube ich, nicht gesprochen. Wir haben sie leider noch nicht gefunden. Ich muss heute operieren. Ich brauche diese Medikamente. Das verstehe ich. Und wir haben wirklich alles versucht. Wirst du meinen Patienten erklären, dass er noch 2 Wochen länger warten muss? Er könnte sterben, weil eine unfähige Apothekerin meine Medikamente verschlampft hat. Verschlampft. Alles klar. Entschuldige, Quinn. Ich könnte in einem anderen Krankenhaus nachfragen. Aber Sie müssten das Betäubungsmittelgesetz brechen, wenn Sie uns verschreibungspflichtige Stoffe ohne Rezept schicken würden. Ich erwarte, dass ich meine Medikamente vor der Operation am Nachmittag erhalte. Wofür wirst du eigentlich bezahlt? Ich würde gerne mit Ted Lansing von der Apotheke von Queensborough Bridge sprechen. Lesen kann ich auch nicht mehr. Leute, lesen kann ich auch nicht mehr. So, was verbessern wir denn hier? Was macht denn der Drucker? Kann schneller Rezepte... Das machen wir, glaube ich, erstmal schon mal direkt hier. Ach, der ist pink oder lila oder was auch immer das ist. Drucke 7 Rezepte. Na, guck mal. So einfach geht das. Zum Glück haben wir den verbessert, den guten alten Drucker. Boah, das war aber jetzt eine Punktlandung hier, ne? Hä, du kannst dich doch ja hinsetzen. Komischer Gauz. Du gehst dahin. Leckt es ein bisschen, habe ich das Gefühl, nur oder leckt es wirklich ein bisschen? Ich glaube, mein PC braucht einfach diese Routine und muss immer aufnehmen, 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 damit er das nicht verlernt. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und du machst mal bitte schnell da. Okay. Dankeschön. Ach, guck mal, jetzt brauche ich doch ein Rezept. Alles klaro. Cool. Ja, guck mal, das war aber jetzt auch irgendwie so eine kleine Punktlandung, dass wir genau jetzt angefangen haben. Ach, das braucht... Ja, ich kenne das alles gar nicht mehr. Dass wir genau jetzt diesen Drucker auch verbessert haben, ne? Obwohl schon das nicht in der Aufgabenstellung? Ich weiß es nicht. Wo ist Oliver? Da unten. Da unten ist die kleine Sau. So. Was muss ich hier machen? Ach so, bisschen schütteln. Schüttel dein Speck. Ja, schüttel dein Speck. Ja, ich bin Cocktailmixer hier. Die ist, wie heißt das? Barmixerin? Wie heißt das? Mixerin? Cocktailmixerin? Wie heißt denn der Typ, der in der Bar arbeitet? Barmixer? Barmeister? Ich weiß es nicht, Leute. Das überfordert mich hier. Ich glaube, das Level sollte kein Problem für uns werden. Ist eigentlich eine ganz entspannte Runde hier gerade. So. Heute mache ich auch so einen schönen großen Aufnahmetag. Ich werde ganz viel aufnehmen. Ja, ich habe nämlich auch... Ihr müsst euch vorstellen, ich habe dieses Abo für Gamehouse, also ein Abo, um das hier alles zu spielen, im Januar abgeschlossen. Ich habe den ganzen Februar aber nichts davon gespielt. Den ganzen Februar aber nichts davon gespielt. Hab also
die 10 Euro eigentlich so gesehen verschwendet, auch wenn ich eh schon immer knapp bei Kasse bin. Und jetzt habe ich dieses Abo beendet, weil ich dachte so, ja, ich komme eh nicht zum Aufnehmen. Und jetzt gerade komme ich zum Aufnehmen und jetzt muss ich wahrscheinlich einfach das Spiel durchboxen. Ich weiß nicht, wie lange ich jetzt noch Zeit hierfür habe. Und sonst mache ich das Abo einfach wieder an. Ich meine, mir gefallen die Spiele ja eh. Ich möchte ja eh hier mehrere Spiele davon spielen. Es gibt ja auch noch andere mit diesem Krankenhaus. Und mit der Emily müssen wir auch weiterspielen. Wir hatten ja damals den ersten Teil gespielt mit der großen Liebe. Und es gibt ja noch ganz viele andere Teile, ne? Also, es gibt auch irgendwas mit so einer anderen Troller noch. Das war, glaube ich, die Schwester, ne? Diese Blonde. Dann gibt es auch noch was mit Tierarzt. Und da gibt es ganz viel, Leute. Ganz, ganz, ganz viel. Und ich liebe ja diese Click-and-Point-Zeitmanagement-Dinger hier. Bin ich ja doch schon ein großer Fan von. Genau. Deshalb kann man das mal ruhig alles spielen. Aber ich muss auch mal die anderen Spiele weitermachen. The Raven und auch Night of the Rabbit. Auch wenn ich dazu nicht so die größte Motivation momentan habe. Aber ich glaube, man muss einfach wieder reinkommen. Weil das Ding ist, ich habe mal damals eine Folge aufgenommen. Aber ich wusste gar nicht, was wir machen mussten. Ich war halt nicht mehr im Spiel drin. Und dann war ich so ein bisschen so, was muss ich denn jetzt machen? Und da musste ich, muss ich jetzt mal zugeben, in die Lösung gucken. Und, das haben wir hier, in die Lösung gucken. Und, damit ich überhaupt wusste, auf welchem Wissensstand wir waren. Also habe ich nur so geguckt, so, was mir so bekannt vorkam und habe das dann bis zu dem Punkt gelesen, wo das nicht mehr bekannt mir vorkam. Habe ich mir jetzt einmal kurz gespoilert, aber damit ich halt wieder wusste, wo wir überhaupt hier stehen, weißt du? Ja, genau. Und ich habe noch so viele andere Spiele auf einer Liste, die ich noch spielen möchte, ne? Also, das ist richtig, ja, krass. Das ist richtig krass, Leute. Wir haben ja auch damals diesen einen Sherlock Holmes Teil gespielt, diesen etwas älteren. Den fand ich ja auch sehr geil. Testament des Sherlock Holmes hieß er ja. Und da gibt es auch andere Teile noch, die ich auch sehr gerne spielen würde. Es gibt zwar noch ganz alte Teile, die, kann ich spielen, aber ich glaube, das Format ist irgendwie scheiße. Und deswegen werde ich diese ganz alten nicht mehr spielen, aber die anderen. Es gibt ja irgendwie noch Crimes and Punishments. Das hat ja auch mal die Tyrolfin gespielt. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Da fand ich auch sehr toll. Den Teil habe ich nämlich auch. Und dann gibt es noch irgendwie so einen Teil The Devil's Daughter oder so. Und dann gibt es bald, glaube ich, noch einen neuen Teil von Sherlock Holmes. Nur ich finde schade, dass, also wir haben ja den einen Teil gespielt, der war ja auf Deutsch übersetzt, aber Crimes and Punishment zum Beispiel ist auf Englisch nur, glaube ich. Naja, bereite die Tabletten vor, in diesem Minispiel musst du möglichst schnell alle Formen füllen und dann die Taste drücken. Wenn du beim Auftauchen des Minispiels bereit bist, hast du einen Vorteil. Okay. Jetzt haben wir alle durch. Oh, diese Musik immer. Hallo? Ich mache Ihnen keinen Vorwurf. Ich will auch keine Vorschriften brechen. Ich gehe in den OP und sage es Quinn. Danke, Allison. Oh. Nicht, dass sie den Job verliert. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe ihm geraten, die OP zu verschieben, aber er wollte nicht auf mich hören. Was machen wir jetzt? Warum wartet man denn nicht ein bisschen? Ja, tut mir leid, Quinn, du bist selber schuld, dass der Patient jetzt gestorben ist. Danke dafür. Minispiel-Wahnsinn. Minispiele ergeben ein zusätzliches Herz. Hohoho. Dieses Jahr, Crank. Ich warte, glaube ich, hierauf auf 650, um, ja, das hier zu verbessern. So, Minispiel bringt zusätzliche Herzen. So einfach ein ganz normales Level halt, wo wir nichts machen müssen. Oh Gott, habe ich schon verkackt, Leute. Das zusätzliche Herz habe ich jetzt schon verloren. Läuft auf jeden Fall bei mir. Ach so! Das ist ja scheiße. Jetzt kann ich die nicht mehr hier warten lassen, alle. Das ist ja scheiße. Finde ich jetzt nicht so toll, wenn ich ehrlich bin. Die! Oh. Eieiei, voll die Überforderung hier. Du kriegst einmal den Medizinkoffer. Heißt das Medizinkoffer? Sanitätskasten, ne?
Ja, komm, nochmal und nochmal. Du bekommst einmal die Pillen hier und du kriegst einmal die, weiß ich nicht, was das ist. Bestimmt hier Paracetamol oder so. Ist das überhaupt, ist das nicht Hustensaft? Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Pillen nicht aus, Leute. Ich kenne nur, wie heißt das eine? Fängt schon an. Dieses eine da. Aspirin. Aspirin. Das ist hier, ne? Das kommt ja ins Wasser rein und dann, Boah, ich mach's aber auch immer knapp, ey, die Scheiße hier. Ich meine, irgendwas von. Ich hatte mit so einem kleinen Ding rumgespielt da. Mit so einem Ding, wo man das Handy mit aufmachen kann. Da wisst ihr, was ich meine? Wo man die Karte dann rausnehmen kann. Das habe ich jetzt gerade verloren. Jetzt mache ich mir Sorgen, dass mein Hund das gleich findet und das dann auf ist. Läuft bei mir, Leute. Läuft bei mir. So, dann sind wir hier voll. So, und einmal die Pillen für dich. Was macht denn mein Drucker? Ach nö, ne? Mein Drucker macht jetzt Faxen, Leute. Ach du Scheiße. Das nervt mich ja jetzt gerade schon wieder, dass er so Faxen macht hier, der kleine Sack, ne? Ich glaube, der reinigt sich gerade. Noch ist es nicht so laut, aber gleich wird es ganz schön gewaltig, glaube ich. Da macht er nämlich... Also richtig so, weiß ich nicht, wie so ein Maschinengewehr macht er dann Geräusche. Hasse ich. Vor allem, das Schlimmste ist, wenn das nachts passiert, Leute. Boah, da kriege ich ja die Krätze bei, ne? Obwohl? Nee, er macht gerade nicht weiter. Doch. Jetzt geht's los, Leute. Der Drucker rastet komplett aus. Obwohl? Ja, jetzt geht's los. Yo! Leute, es tut mir leid. Ja, das gehört zum... Ich kann zwar den Stromstecker ziehen, aber danach hatte mal der Drucker nicht funktioniert, deswegen lasse ich es einfach sein. Ja, genau. Boah, ich könnte aus... Das Schlimmste ist wirklich nachts, Leute, ne? Stellt euch vor, ihr schlaft irgendwie so und um 4 Uhr morgens... Hallo, ist gut jetzt, Drucker? Sogar mein Hund kommt gerade hier rein und guckt den Drucker doof an. Also, Mann, Leute, ich glaube, es geht los. Jetzt guckt er hier und fragt dich so, was ist denn hier los? Sag mal. Ja, Dobby, das ist der Drucker, ne? Leute, es tut mir ehrlich leid für diesen Drucker. Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, außer es tut mir leid. Aber wie gesagt, der ist schon mal, also nicht kaputt gegangen, aber der hat mal nicht so richtig funktioniert, als ich dann den Stromstecker gezogen hatte. Deswegen... Was hast du denn jetzt? Jetzt rastet der Hund auch noch aus, Leute. Ich dachte, ich habe mal eben so 20 Minuten Zeit, weißt du, irgendwas zu machen. Was anderes, außer mich hier um alles zu kümmern. Und jetzt geht der Drucker ab, der Hund geht ab und ich komme nicht mehr klar, Leute. Alter, ich raste gleich komplett aus hier. Drucker ist gut. Ey, ey. Also Leute, diese Aufnahme ist Katastrophe, ne? Mehr kann ich dazu nicht sagen. Wisst ihr, der hat 24 Stunden eigentlich am Tag Zeit. Aber wenn wir mal 20 Minuten nehmen, um hier aufzunehmen. Und genau dann passiert das. Und mein Wauzi liegt jetzt hinter mir. Eieiei. Und jetzt weiß ich nicht, jetzt guckt der komisch. Leute, ich habe keine Worte mehr für das alles hier. Boah, guck mal, war aber ganz knapp hier mit den 320 Punkte. Ja, der guckt mich sehr komisch an gerade. Ach so, ja, es ging. 12 Punkte mehr. Und da haben wir auch die Prüfung bestanden. Finde ich super. Muss immer so nach hinten gucken, Leute, weil der macht da irgendwas. Und ich weiß nicht was. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr gruselig. Naja. Behandle keine Patienten zweimal hintereinander. Oh Gott, nö, das ist scheiße. Guck mal, der OP, sehen wir den schon mal. Da müssen wir bestimmt auch irgendwann hin. Es hat lange gedauert. Was ist hier los? Oh, oh nein! Ihr habt was gefunden! Voll fröhlich hier. Wie er sich freut. Ich bin der Retter.
raus aus meinem OP! Ihr werdet alles kontaminieren! Du doch nicht, Mason! Du musst den Patienten zunehmen! Den Toten. So, da war eine ganz kurze Unterbrechung, es tut mir leid. Daniel? Wo hast du diese Amphetamine gefunden? Ich kann nicht mehr reden, ich glaube, mein Hals ist gerade irgendwie so eine Schwellung. Oh, die habe ich aus einem anderen Krankenhaus. Aus einem anderen Krankenhaus? Ich kann diese Stimme gerade nicht machen, ich muss mal eben einen Schluck trinken, Leute, tut mir leid. Verhexte Aufnahme. Alles in Ordnung, Ruth? Naja, nicht so ganz. Leider haben wir noch keine 650 Simoleons. Da können wir leider nicht kaufen hier. So, aber behandle keinen Patienten zweimal hintereinander. Jetzt will ich mal ausprobieren, ob das jetzt schon zählt. Nee, okay, das zählt nicht, die zum Dings zu schicken. Okay, es zählt nur die Behandlung an sich. Okay, alles klaro. Warum habe ich jetzt zwei genommen? Weiß ich nicht. Dann weiß ich schon mal Bescheid. Ne? Also die darf ich jetzt auch noch behandeln. Wäre auch echt mies, wenn nicht, ne? So, jetzt muss ich dann die behandeln, bevor ich sie weiter behandle. Also erst sie und dann sie. Warte mal, was passiert jetzt? Ach, schau dir diese Tabletten an. Perfekt, denk dran, Schnelligkeit bringt mehr Herzen. Und dann kann ich jetzt ja die machen, weil die hatte ich noch nicht. Und die brauchen klein, aber fein Verband. Und dann haben wir das schon mal die erste Toure hier geschafft von den Leuten. Wenn sie jetzt noch fertig ist, dann können wir direkt mal abkassieren gehen. Abkassieren ist immer so gut gesagt. Das ist nicht abkassieren, das ist behandeln. Nee. Das ist doch abkassieren. In der Apotheke bezahlt man Geld, ne? Aber heißt das abkassieren? Abfertigen? Hört sich irgendwie gemein an. Aber sie darf ich jetzt zum Beispiel dann nicht behandeln, sondern erst ihn hier. Alles klar, okay. Dann erst ihn und dann kriegt sie hier diese Pillen. Das ist bestimmt Paracetamol oder so. Ist das überhaupt eine Tablette? Ich weiß es nicht. Ist mir egal. Ich glaube, es ist nicht so schlimm, wenn wir jetzt hier ein Rotherz haben. Ein rotes Herz, ein Rotherz. Alles klar. Dann muss ich aber ganz dringend los. Du kriegst ein Rezept. Ich würde mich mal interessieren, so wie das ist, so in der Apotheke zu arbeiten. Weiß nicht, ich stelle mir das irgendwie toll vor. Frag mich nicht wieso. Ich finde das voll faszinierend. Ja, die haben so mit so Substanzen immer zu tun, weißt du? Ja, komm, Uschi Seidenberg. Hab mal jetzt hier nicht so eine große Fresse. So, ich bin ein bisschen aus dem Konzept raus. Ich war nämlich zwischendurch noch mit dem Hund einmal draußen. Ei, Leute. So sieht das Aufnehmen hier heutzutage aus. So, dann du. Dich darf ich, glaube ich, behandeln. Ja, wahrscheinlich übertreib halt. Darf ich daneben eigentlich klicken oder muss ich genau... Also passiert was Schlimmes, wenn ich daneben klicke? Ich hoffe mal nicht. du kriegst die roten Pillen. Weißt du, die haben wir noch da, aber dieses eine Medikament hatten wir nicht mehr. Hätten nicht einfach ein anderes nehmen können, so ein Ersatzmedikament? Wäre doch auch eigentlich gar nicht so... Und ihn darf ich jetzt nicht behandeln. Tut mir leid, mein Freund. Ich kann das Zeug ja schon mal holen für dich. Leider musst du noch warten. Das tut mir leid. Kann ich nichts für. So, du kommst jetzt dahin. So, reiben, reiben, reiben. So, dann kann ich dich behandeln. Und du kriegst auch einmal deine Spritzenbehandlung hier. Deine Spritzentherapie. Das ist Blutabhandlung. Was habe ich gerade gesagt? Blutabnahme. Blutabhandlung. Alles klar, ich mache in meinem Krankenhaus Blutabhandlungen. Ich mache so einen illegalen Schwarzmarkt für Blutau im Krankenhaus, immer so im Keller. Das ist ganz wild hier, was ich mache. So, dann behandle ich dich mal und du kriegst hier das rote Zeug und dann kann ich euch mal eben abkassieren gehen. Ach Gott, das ist das hier. So. Und so. Boah, perfekto. Besser geht's doch gar nicht. Du kannst schon mal zum Apothekertisch gehen. Heißt das Apothekertisch? Ich hoffe mal. Ach, ich muss einfach nur auch irgendwie drauf drücken. Alles klar. Irgendwie in die Nähe drücken, dann war's das schon.
Ja, es wäre doof, wenn jetzt keiner mehr kommt. Ne? Jetzt muss ich eigentlich schlau nachdenken, so langsam. So, also zuerst jetzt ihn hier. Viagra holt der Herr sich, oder was? Sag ich jetzt mal nichts zu, ne? So, das könnte sein, dass er jetzt Pech hat und bis zum Ende nicht behandelt wird. Ach nee, guck mal, er hat Glück. Oh, das Spiel aber schlau gemacht, ne? Dass das noch jemanden schickt, damit ich hier überhaupt fortfahren kann. Sonst hätte ich ja nicht fortfahren können, Leute. So. Und ich habe natürlich die Punkte erreicht, die wir brauchen. Oliver und die Prüfung erledigt. Bist du sicher, dass alles in Ordnung ist? Du hast kaum ein Wort gesagt. Was heute geschehen ist, da ist irgendetwas faul. Da stimmt schon länger etwas nicht. Ich bin einfach nur froh, dass es gut ausgegangen ist. Ich muss da mal was prüfen. Überprüfen. Tut mir leid, ich kann nicht lesen. Alles gut, alles gut. Ich gucke mir jetzt einen Polarmann an. Quinn, bist du da drin? Wie spreche ich ihn denn? Ruth, Ruth. Alles die Herrentoilette. Ist es denn so dringend? Nee, so spreche ich ihn nicht. Ruth. 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 Leute, ich weiß es nicht. Rutsch! Ja, so, okay. Darf ich mal das Etikett auf dem Fläschchen sehen, das Daniel heute gebracht hat? Ich sitze auf dem Klo? Hallo? Was soll das denn jetzt hier? Und? Kannst du mir das Fläschchen nicht unter der Tür durchrollen? Und lass mich sowieso nicht in Ruhe. Hab ich recht? Hast du etwas anderes erwartet? Ja, ist das. Wie ich vermutet hatte. Dankeschön. Viel Glück beim Kacken. Gut, kann ich meine Medikamentenfläschchen jetzt wieder haben, oder nicht? Gut. Also ich spreche den jedes Mal anders. Ich spreche den jedes Mal anders, Leute. Tut mir leid, ich kann das einfach nicht. Bin ich zu blöd für. Aber was ich sehen kann, wofür ich nicht so blöd bin, ist, dass die Folge zu Ende ist. Deshalb wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Bis zum nächsten Mal bei Hearts Medicine Time to Heal in der Apotheke. Genau, heute Aufnahmemarathon.